Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir wieder eine neue Fracht rausgesucht und wieder erwarten, ist das tatsächlich hier direkt auf dem Gelände. Das ist schon mal ganz cool. Wir werden das wieder ohne Navi fahren. Ich habe allerdings gesehen, ich habe erst 3 von 14 fertig. Also ich werde, da wir immer so diese kurzen Strecken haben, vielleicht welche offline fahren. Da müssen wir mal schauen, weil wir auch immer die gleiche Fracht haben und... Oder wir fahren die mit Navi, dass wir schneller durch... Ich muss mal gucken. Oder ich nehme sie einfach alle auf und mache heute mal einen richtig dicken, fetten Aufnahmetag. Wir haben Rosenmontag im Übrigen. Wobei ich sagen muss, ich würde mir heute tatsächlich mal die Umzüge mal anschauen wollen. Aus dem Grund. Karneval ist ja immer sehr, sehr politisch angehaucht. Und... um mal zu schauen, wie da so kommentiert wird, weil ich denke mal, Bauerndemos und so weiter, das ist unter Umständen, oder was hier in der Regierung, das ist unter Umständen wirklich ein Thema. So, wo müssen wir denn hin mit dem Kram eigentlich? Er zeigt hier jetzt auf dem Navi gar nichts an. Das ist... Okay, da müssen wir mal eben auf die Karte gucken. Also, wir fahren hier jetzt rechts runter durch den Kreisel bis auf die Autobahn. Und bei der Autobahn hinten durch und links. Und dann von einem Kreuz bis zum nächsten. Das machen wir erstmal. Wir haben 210 Kilometer vor uns. Das ist jetzt nicht die Welt. Also auf die Autobahn bis zum ersten Autobahnkreuz, dort raus. Und hier können wir eigentlich dann gar nicht weiter. Wir probieren es einfach. So. Was haben wir gesagt? Rechts raus, ne? Genau. So, ja, gestern, also wir haben jetzt Rosenmontag, gestern ja Wahlen in Berlin, Nachwahlen in Berlin. Man hat natürlich hier, um Unmut zu schüren, das Ganze mit 2017 verglichen. Aktuell fehlen mir noch Zahlen, aber es sieht wohl so aus, AfD hat 0,1 dazu gewonnen und die Grünen haben 0,1 verloren. Ich glaube, FDP ist dann verliert einen Sitz oder so ähnlich. Man muss halt gucken, also ja, Pankow und Reinickendorf, also da, wo ich wohne, das steht jetzt quasi noch offen. Ich glaube, ich fahre hier gerade ins Niemandsland, oder? Weil da wäre die Autobahn gewesen. Ich sag euch was, mit Navi fahren ist hier schon relativ schwierig. Wenn du dann aber noch dieses... Genau, No Barriers drin hast, dann wird es nochmal eine Idee gruseliger. Ja, ist schon klar. Ich werde hier jetzt drehen. Das hier ist Niemandsland. Weil das Problem ist nämlich, dass die Straßen, die im Niemandsland liegen, in der Karte nicht aufgezeigt werden. Aber gut, so kleine Patzer wie hier, das kann man sich gefallen lassen, das geht. Weil ich sag mal so, laut Karte wäre die Straße hier nämlich zu Ende. Und wir fahren jetzt hier hoch Richtung Nantes, oder wie das heißt, oder Nantes, oder Nantes, oder... Genau. Ja, da muss man jetzt mal gucken, wie das aussieht. Ich bin gespannt und wir haben oder fahren hier jetzt gerade die vierte von 14
Touren, die wir machen müssen. Bis zum 18. haben wir noch Zeit. Heute ist der 12., also noch 6 Tage. Ja, es müsste zu klappen sein. Müsste zu schaffen sein. Müsste zu klappen sein, du. Ne? Okay. Ja. So sieht das aus. Ich sollte mal in den... Könnte in den 12. schalten, so. Also, wie war das jetzt? Wir fahren Richtung... Ich sag jetzt einfach Nantes. Nantes. Oder wie auch immer. Ist hier ausgeschildert, genau. Super. Ich denke mal... nicht zu früh. Ich hätte fast gesagt, ich denke mal, dass wir diese Tour hier mal in einigermaßen vernünftige Zeit schaffen. Wir schauen mal. Also ich würde... Ich glaube, ich fahre zwischendurch wirklich mal... eine Strecke dann mit Navi. Okay. Oh, super. Nantes steht auf der Karte, auf dem Schild. Schön. Ich bin zu faul zum Schalten. Ich bin im 12. Merk's. Ja, Inspiration durch wirklich Sophie und Skadi, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich find's mal spannend, echt. Als immer nur mit Navi zu fahren. Man braucht ja neue Herausforderungen. Wir werden natürlich, wenn wir die Schweiz erkunden, das heißt, wenn die 1,50 kommt, haben wir das Navi natürlich wieder am Start. Weil ich da schon wissen will, was ist neu, welche Strecken müssen wir fahren. Also das wird nicht ohne gehen. Danach können wir natürlich wieder schön ohne Navigation machen, ne? Ich habe jetzt doch mal geschaltet. War so frei. Ach, guck mal, das ist nicht mal eine Autobahn, okay. Fällt mir spät auf, oder? Schilder gucken. Wir müssen durch die Mautstation auf jeden Fall durch. Und der Telepass ist offen. Von daher würde ich hier einfach mal durchfahren. So. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wir bleiben auf der Geradeausspur. Also hier ist es bis jetzt schön ausgeschildert. Da kann man dann wirklich nachfahren auch tatsächlich. Aber wir brauchen gleich mal einen Parkplatz, weil... Wir fahren jetzt zwar Richtung Nantes oder... So. Ich könnte natürlich mal gerade Folgendes machen, und zwar nicht auf die Karte gucken. Ich weiß auch nicht, ob ihr das jetzt akustisch mitbekommt. Alexa, wie spricht man den französischen Ort Nantes aus?
Alexa, wie spricht man den Ort Nantes aus? Okay, Alexa weiß es nicht, wenn ich sage, wie man den französischen Ort ausspricht. Ich spreche es französisch aus, leider arbeite ich noch dran und hast ihn nicht gesehen. Und wenn ich sie frage, wie man Nantes ausspricht, da bin ich mir leider nicht sicher. Also diese Quasselbüchse, die ist, ja, man merkt, dass Amazon da nicht mehr so viel Arbeit reinsteckt. Das ist echt unter aller Sau, was da mittlerweile, ja. Ich habe zum Beispiel gestern nach dem Sauer oder vor ein paar Tagen nach dem Sauerteigansatz gefragt, wie man den macht. Oh, ein Rezept mit Sauerteig ist Pizza und so weiter. Das will ich überhaupt nicht wissen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich einen Sauerteigansatz geschafft. Das ist ganz einfach. Und zwar, wenn man schaut, wie wenig man eigentlich braucht. Also, ich hatte mir ein Brotrezept rausgesucht, da werden nur 30 Gramm Sauerteig verwendet. Das ist nicht viel. Ich habe jetzt hier 60, die werde ich da auch komplett reinschmeißen. Dann wird es halt etwas säuerlicher, macht aber nichts. Ich mag das. Und einfach, ich habe da kriege 60 Gramm zusammen. Und achso, hier ist ein Trigger, okay. Und ich habe da jetzt 10 Gramm Mehl genommen und 10 Gramm warmes Wasser. Ich glaube, wir sind im siebten oder so. Hab das 48 Stunden stehen lassen. Dann nochmal 10 Gramm Mehl, 10 Gramm Wasser. Es fängt jetzt immer so richtig schön an zu blubbern. Einmal mache ich das jetzt noch. Stinkt erbärmlich. Schimmelt aber nicht. Und ich habe jetzt festgestellt, bei so einem Bauernbrötchen, was ich mir geholt habe, da ist also dieser Geruch im Rohzustand auch noch leicht zu erkennen. Also das ist, es passt schon. Also stinkt wie Hulle. Aber es ist ein Deckel drauf. So. Nee, ich guck wirklich mal, ich muss wirklich mal schauen, dass ich für die nächste Folge rausfinde, wie man diesen Ort ausspricht. Wir bräuchten aber jetzt erstmal tatsächlich einen Parkplatz. Wir hätten vielleicht die Mautstation nutzen können. Hier steht jetzt nichts drauf, okay. Hier wird es schon wieder lustig mit der Ausschilderung, ne? Cool. Steht nämlich gar nichts. Ich fahre einfach. Hier gibt's schon, geht schon nach Rennen, aber ich muss mal nächsten Parkplatz oder so. Unbedingt. Meine Fakt ist, ohne Navi dauert das alles ein bisschen länger, weil du hast hier nicht wirklich gute Orientierungsmöglichkeiten. Viel zu wenig Schilder. Also die Behauptung von SCS, man könne sich damit dann nicht mehr verfahren. Und hier ist nämlich die Karte zu Ende. Das ist nämlich jetzt noch besser. Ja, bist du nicht mehr ganz dicht oder was? Du hast doch gesehen, dass ich hier stehe, du Pfeifenreiniger. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr zurück. Volldepp. Rauscht einen komplett rein, ey. Also wir hätten da vorne irgendwo raus müssen, auf jeden Fall. Die Frage ist halt wo. Mal gucken, ob wir aus dieser Richtung mehr Informationen finden. Da ist noch nichts drauf. Da ging es Richtung Paris. Wo die nächste einfach mal rausfahren. Ich glaube, so verkehrt kann das nicht sein, oder? La Rochelle, Bordeaux. Ich fahre die nächste einfach mal raus.
Im Zweifel müssen wir unsere Regel brechen. Und weil es nutzt dir nichts, wenn du nicht auf dem Atlas gucken kannst. Werd hier mal rausfahren, genau. 200 Meter. Ne, pass auf, wir machen das jetzt mal anders. Also, ich habe ja gesagt, Mautstationen können wir verwenden. Ich gucke hier einfach mal auf die Karte. Also, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Wir müssten quasi hier zurück. Erste und die zweite Möglichkeit raus, okay. Aber ich kann hier nicht rüber, gell? Aber hier ist noch nicht so viel los heute Morgen. Zweite Möglichkeit raus, okay. Hier wäre quasi die erste. Wäre das schon die zweite? Ich fahre hier einfach mal raus. Ich habe keine Ahnung. Schön als Geist, immer schön als Geisterfahrer. Ist perfekt. Ich rolle auch jetzt einfach nur noch. Also es, man muss fast wirklich sagen, man kann es als Spaß mal machen ohne Navi, aber es hat auf Dauer hat es keinen Sinn irgendwie. Weil es ist dermaßen schlecht ausgeschildert. Ja, warum zum Beispiel, wir wollen ja nach Nantes, haben wir ja gesagt, warum ist dieser Ort plötzlich von den Schildern verschwunden? Guck mal, da steht er jetzt wieder drauf. Nantes Flugplatz. Also wir werden da vorne gleich einfach mal rausfahren. Mal gucken, wo wir landen. Ja, warum steht das auf der Karte dann oder auf den Schildern plötzlich nicht mehr drauf? Ist ja so ein Punkt. Und ich würde gerne irgendwie mal wieder auf die richtige Fahrbahnseite kommen. Also, ich fahre hier mal raus. Genau, so, hier haben wir einen Kreisel. Und hier wären wir dann wieder auf der richtigen Seite. Wunderbar. Vielleicht finden wir jetzt einen Parkstreifen, wo wir dann mal auf die Karte gucken können. Also hier ist auf jeden Fall Flugplatz. Und wir brauchen irgendwie so eine kleine Parkbucht oder sowas. Oder... Warte mal. Da ist eine Firma. Wir fahren bei dieser Firma einfach mal drauf. Wenn wir da drauf kommen. Und dann schauen wir, wo wir hin müssen. Weil das dürfen wir ja. Wir können da ja mal drauf fahren und mal gucken, wo wir sind und wo wir hin müssen. Flugplatz, guck mal an.
Mann, warum läuft denn diese Karre jetzt nicht? So. Ach, guck mal an, wenn wir hier runterfahren. Erster Kreisel, zweiter Kreisel. Ja, warte mal, erster, zweiter. Genau, im dritten Kreisel. Ja, die keine Ahnung, wie viel der Ausfahrt. Es dürfte auf jeden Fall eine Autobahn sein, okay? Also. Zurück, wo wir hergekommen sind, auf jeden Fall. Das kann ich mir merken. Sind immer so elendig lange Folgen, ne? Ich habe gedacht, 200 Kilometer, boah, die reiste ruckzuck runter, ja, siehst du ja. Der fährt uns gleich rein, doch nicht. Also, das war der erste Kreisel, der kleine. Hier ist der zweite Kreisel. Gucken, was steht denn hier auf den Schildern? Und hier geht's auf die Autobahn. Autobahn runtergehen oder auch nicht. Schön verfahren. So, und die nächste wieder runter, wa? Mhm. Ja, und wieder, ne? 200 Kilometer schaffst du in 15 Minuten, ja, aber nicht ohne Navi. Es ist sehr, sehr schlecht ausgeschildert. Also es sind definitiv viel zu wenig Schilder auf der Karte unterwegs, finde ich. So. Jeden Fall schon mal da, wo wir hin wollen, in dem Ort. Jetzt bräuchte ich aber tatsächlich noch mal einen Parkstreifen oder sowas oder eine Firma. Lass uns mal kurz hier reinfahren. Und hier ist eine Firma. Und deren Parkplatz werden wir mal. Nee, ist ein. Obwohl, ist ein Hotel? Nee. Wir werden deren Parkplatz mal missbrauchen, wenn wir drauf kommen. Wir kommen nicht drauf, okay? Gut, aber da vorne sehe ich schon Map-Ende. Also sind wir falsch gefahren. Aber nicht mehr so katastrophal wie beim letzten Mal. Das war ja die Hölle gestern. Aber es passt gut, wenn wir da sind.
Können wir auch eine Runde schlafen. Bestimmt da raus, oder? Von da kommen wir. Fahren wir hier über die Brücke. Meine, ein Ding ist ja, wenn Sophie und Skadi fahren, die haben ja immer so ein bisschen den Vorteil, wenn der eine gerade auf dem Parkplatz ist, der kann für den anderen mitgucken. Diese Vorteile habe ich hier aber tatsächlich nicht. Und von daher macht das Ganze natürlich nochmal schwieriger. Die Frage ist, ob jetzt, vielleicht sollte man sich auch die Firma merken, wo man tatsächlich hin muss. Und hat damit vielleicht dann auch noch mal mehr Chancen. Ich würde hier gleich tatsächlich bei K-Forma einfach auf das Firmengelände fahren. Um zumindest zu schauen, wo wir hin müssen. Vielleicht sind wir hier ja auch schon goldrichtig, aber nein. Doch. KV, hier muss irgendwo unser Entladepunkt sein. Ha! Mensch. Gucken wir mal. Also das war jetzt Zufall. Nein, natürlich nicht. Das war absolutes Können. Guck mal, und da ist unser Entladetrigger. Cool. In diesem Sinne, liebe Leute, lasst gerne ein Däumchen da, lasst ein Abo da, dass dieser Kanal wächst. Lasst einen netten Kommentar da, um den Algorithmus zu triggern und YouTube zu zeigen, dass meine Community nicht so faul ist. Und wir sehen uns dann morgen früh entsprechend wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut und abschließend werfen wir noch einen Blick drauf, wie gut wir das gemeistert haben. Zufriedenstellend, okay. Ja, warum? Weil uns der eine Idiot da reingerauscht ist. In diesem Sinne, Fahrt 4 von 14, also 10 haben wir noch vor uns. Wir sehen uns. Tschüss.